Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play GTA 4 LCPDFA. Lang ist es her, als es das letzte Mal hier auf meinem Channel LCPDFA gab. Aber es ist wieder soweit. Ich hoffe, es kommt jetzt auch wieder regelmäßig. Das weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder mit der Polizei Algonquin, sind wir hier in Algonquin natürlich. Und wir werden heute explizit auf den Verkehr achten, dass auch jeder hier so fahren wird, wie er fahren soll. Das machen wir da mit einem ANPR, also einem Automatic Number Plate Reader. Mit dem werden wir auf jeden Fall auf Streife gehen und schauen, ob da jemand ist, der auffällig ist. Und auch auf den Speed werden wir auch achten über den ANPR. Und ja. Ich habe vergessen, meinen Timer anzumachen, aber das werde ich jetzt mal ganz schnell, ja. Oh. Da ist zum Beispiel, das, so sieht das dann aus. Ja, Stoppuhr, so. Zack. Genau, jetzt fahre ich mal eben schnell zu dem. Ja, komm, nee, das ist mir jetzt eigentlich gerade egal. So. Und ich habe sehr viel reingemoddet. Jetzt, wie sozusagen den ANPR, den habe ich mit neu installiert. Oh Gott, was macht der? Ja, halt einfach in der Mitte. Ich glaube, das ist das Beste für uns alle. So, dann zum Beispiel dieses Türblinken, immer wenn die Tür aufgeht. Also ich habe auf jeden Fall einiges neu gemacht. Okay, und wir werden jetzt einfach mal Other anklicken, ja, weil, ich meine, der hat ja jetzt nicht wirklich irgendwie schlecht gefahren oder so. Und dann werden wir einfach mal über Funk die Namen aufsuchen, ja. Den Randolph Atkins. Oh, geiler Klingelton, Sir. Der Wagen hat der Fahrer, der hat keine. Alles gut. Also ich glaube den. Ich lass den nochmal aussteigen. So. Nein, du bleibst schön stehen, hör mal. Dann werden wir den mal eben durchsuchen. Mal gucken, ob der irgendwelche illegalen Sachen bei sich hat. Ah, was war das denn da gerade? Schlägerei auf mitten auf der Straße. Das geht ja wohl so nicht. Okay, ich habe eine Waffe gefunden. Da wir aber hier, ich will einfach mal sagen, da wir in Amerika sind, ich weiß, das ist jetzt, hängt immer vom Staat ab, ob da jemand eine Waffe bei sich tragen darf oder so. Ich lasse dann einfach mal laufen, ja. Ja, du bist frei. Hast Glück gehabt, dass ich mit deiner Waffe so ein bisschen Erbarmen hatte. Ja. Na, oh. Nein. Na, so. Okay, woher kommt denn hier die Sirene? Kann mir das mal jemand erklären? Ach, ihr seid doch alle bescheuert hier. Fahrt doch mal richtig. Wenn es grün ist und wenn rot ist, dann fahrt nicht. Ich werde mal hier weiterfahren. So, und hoffe natürlich auf neue Einsätze. Ah. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh Gott.
Okay. Ja, das ist natürlich jetzt kacke. Restart Script. Okay, einen Moment bitte. So, ich sehe jetzt ein bisschen anders aus als vorher. Hab jetzt einen schwarzen, eine schwarze Schutzweste an. Aber ich denke, das macht nichts. Hauptsache, ich habe hier das geile Zeug dabei. Und, naja. Wir fahren weiter. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, diese ganzen Errors. Ich gehe gleich mal in den Log rein und schaue mal nach, woran das gelegen hat. Ich hoffe an nichts zu Schwerwiegendem. Aber das hofft man ja immer nicht. So, war es gerade rot bei dem? Nee. Hast Glück gehabt. So, den Wagen, den Fahrer, den werden wir jetzt mal... Oh, da ist einer betrunken, aber das interessiert uns eher nicht. Wir werden jetzt mal die zwei da anhalten. Den, die haben irgendwie so ein bisschen... Die sind gerade in jemanden reingefahren und irgendwie... Naja. Ich werde mal schauen, was ich da machen kann. Bei denen... So. Und zwar sind die ja gerade hinten reingefahren und deswegen, naja, erstmal die Lizenzen geben, bitte. Die sehen schon wieder so sehr komisch aus. Der eine ist irgendwie Chinese, halb und irgendwie ganz komisch. Naja, die werde ich jetzt mal auch wieder über der Leitstelle melden. Anfragen, ob denn bei dem alles gut ist. So, der Lazaro. 3 active warrants. Okay. Der Dimitrus und der Lazaro McCormick. Jetzt muss ich gucken. Ja, ich glaube, der erste. Ach, wisst ihr was? Ich lasse die beide mal aussteigen. So, genau. Dann werde ich den mal eben... Oh, nein. Durchsuchen. Ja, nicht hupen hier immer. Sei leise. Ist eine Polizeikontrolle. So. Okay, ich habe nichts gefunden. Dann werde ich den mal eben... in mein Auto setzen. So. Der soll sich mal eben da hinsetzen, ja, weil der sollte das hier nicht sehen. So. Ich werde den jetzt besuchen. Besuchen. Ja, ich werde den jetzt besuchen. Nee, ich werde den jetzt durchsuchen. Und schauen, ob da jetzt der irgendwas bei sich hat. Ja, genau. Der hat ja auch schon ein paar Haftbefehle, deswegen ist das jetzt nicht für mich wunderlich, dass der sich jetzt irgendwelche hier gestohlene Kreditkarten besorgt hat. Übrigens ist sind meine Lichter da vorne kaputt. Aber gut. Tut nichts zur Sache. So, ich werde mal einen Prisoner Transport hier. Oh Gott. Das sind ja alles Experten, hör mal. Richtige Experten sind das. So. Oh, sorry. So, issue orders. Und der kann jetzt mit seinem Auto weiterfahren. Der wird nicht mehr gebraucht. Oh Gott, was ist mit dem Auto passiert? So.
Perfekt. Sehr, sehr gut. So. Haben wir das geschafft. Und dann wollen wir weiterfahren. Und mal gucken, ob jetzt noch irgendjemand so frei ist und irgendwelche Leute hier oben fährt. Das war ja gerade echt heftig. Da fährt er einfach mal hinten rein. Aber gut. Ja. Wir haben ein neues Opfer. So. Guten Tag. Okay, das ist einmal Taxifahrer mit Passagier, mit Kunde. Und zwar ist er aggressiv gefahren. Oh, da kriege ich eine Message. Ein Skype. Aber das ist ja jetzt egal. Ask for driver license. Ja, auf jeden Fall. Okay, hat er zu Hause vergessen, dann sagen, soll er mir die mal sagen, hör mal. Dann soll er mir die mal sagen. Ich werde mal eben in meinen Polizeiwagen hopsen. Und mal ich mich einloggen. Das ist nämlich der Elroy Lynch. So, Elroy Lynch, dann sagen sie mal, haben sie Haftbefehle, ja, alles gut bei dem. So, dann lassen wir den mal eben aussteigen. Ja, das ist mir egal. So, dann werden wir den mal erstmal durchsuchen. Und hoffen jetzt irgendwie darauf, dass der nichts dabei hat. Weil eigentlich habe ich keinen Bock, den irgendwie zu verhaften oder so. Okay, er hat nichts. Dann werden wir jetzt einfach mal nee, wo kann ich denn hier Issue Citation, da. Dann werden wir den jetzt erstmal 100 Euro abknöpfen, weil der ja, hier, ne, wisst schon, Leute angefahren hat. Und dann kann der jetzt wieder in sein Fahrzeug zurückgehen. So, das ist auch immer kompliziert hier mit diesen Menüs, wirklich. Blicke ich manchmal nicht mehr durch. So. Und was ist denn hier los? Was ist... Wenn wir schnell noch eben die Rüte... Ach, die Rüte. Die rote. Ampel mitnehmen. So, was ist denn mit denen hier? Was machen die? Da kommt noch einer. Keine Ahnung. So. Oh, Red Sky, Red Sky. Sehr gut. Ah, ich werde doch mal eben nach links fahren gleich. Hab ich gerade da mehr Bock hinzufahren zum Times Square. Ja. Ach, was soll das denn hier? Hör mal, dann kannst ruhig fahren, kannst ruhig fahren. Kannst mich überholen. Mach ruhig. Das ist für mich kein Problem. Wirklich. Ja. Komm. Fahr jetzt, Mensch. Das gibt's doch nicht. So. Schön. Dann hält er endlich. Ein bisschen Abstand halten. Man soll ja nicht immer gleich bedrängen, die Leute. Ist da ein Kunde drin? Nein. Also, die Chance ist da, dass er mich jetzt abknallt.
Nein, gut. Er ist auf jeden Fall nicht wirklich gut gefahren. Und auch die Lizenz soll er mir zeigen. So. David Griffin. So, dann werden wir wieder die Leitstelle anfunken für den Namen. So, komm. Ich bin übrigens gerade Officer Tori Gilliam. Ja, Gilliam. No active warrants. Alles gut. Alles gut soweit. Werden wir den nochmal eben durchsuchen. Nee, ich bin gerade nicht frei. So. Hoffentlich hat der jetzt irgendwie nichts bei. Was den. Okay. Dann werde ich den jetzt auch ein bisschen Geld abknöpfen. Und zwar $40. Ja. Thank you. Und dann kann er jetzt auch weiterfahren. Mit Schäden im Kofferraum, die ich ihm zugefügt habe. Eigentlich müsste ich dem Geld geben, aber pff, gut. Irgendwer, der hier über Rot fahren möchte? Nein. Bestimmt nicht. So, da haben wir doch schon wieder jemanden. So, mal eben Cruise Lights anmachen. Ja doch, Cruise Lights. So, dann werden wir dem mal eben hier die ID abfragen. So. Weil der Donovan Cook, das ist er, weil der ist gerade einfach über die Straße gelaufen, das ist eigentlich nicht erlaubt. So, Request ID Check. Und wenn wir eben den Namen über die Leitstelle anfragen und hoffen, dass der jetzt irgendwas. License, no active warrants. Dann werden wir den nochmal eben durchsuchen. Genau. Komm, der hat doch was. Okay, dann kann er jetzt auch weitergehen. Viel Spaß. Was ist denn mit denen los, aber kenne ich ja gar nicht von irgendwelchen, sofern so. Naja, gut. Dann werde ich jetzt. Was ist denn da hinten los? Dann werde ich jetzt einfach mal die Folge beenden, ja? Ich hoffe, euch hat das mal wieder Spaß gemacht, so ein bisschen länger, so ein bisschen GTA 4 patrouillieren, ein bisschen auf Streife gehen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr auch dieser Meinung seid, dann lasst doch einen Daumen da oder schreibt was unten in die Kommentarbox. Oh, wow, okay. Und ich würde dann hier die Folge beenden. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Mal wieder. Mal sehen, wann das sein wird, das nächste Mal. Und wir sehen uns. Tschüss.